Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Comedy Powerfuchs Kanal. Tanzverbot hat gestern sein erstes Musikvideo hochgeladen. Dementsprechend werde ich mich auch verkleiden. Yo Leute, Doppel-PC ist wieder Tanzverbot every day, every night. Und heute spiel ich das Spiel Wii Sports. Und jeder, der nicht fleißig mitkommentiert, der kriegt im nächsten Video eine Ansage von mir. Also, kommentiert! Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gaming Fun. Wie ihr schon erahnen könnt, geht es um Tanzverbot, Musikvideo, Zahnlücken-Johnny. Yep, das kam völlig überraschend, hat es nicht angekündigt, der hat es einfach ganz spontan hochgeladen. Und das war ganz anders aufgebaut als die anderen Tanzverbot-Videos, denn normalerweise benutzt er als Thumbnail-Foto einfach einen Ausschnitt seines Videos, aber diesmal nicht, diesmal hat er sich einen selbst kreiert. Und das war nicht das Seltsamste. Denn normalerweise filmt er per Hand, aber diesmal hatte er einen Kameramann am Start und nicht nur das, diesmal hatte er auch Hintergrundmusik, die hatte er normalerweise nicht. Ja, aber es geht nicht darum, was seltsam ist oder was nicht. Es geht darum, wie das Video war. So, ich kann euch sagen, wie das Video war. Also, er hat auf jeden Fall einen besseren Beat als Doggy und Bap Bap. Außerdem ist der Text besser als Babawan oder KS Freaks 1 Million. Des Weiteren muss ich erwähnen, dass Tanzverbot eine bessere Gesangsstimme hat als KuchenTV oder Miguel Pablo. Und auch wenn das jetzt verrückt ist, aber obwohl der Song von Tanzverbot ist, ist Zahnlücken-Johnny nach meiner Meinung einer der 5 besten deutschen YouTube-Songs dieses Jahr. Denn die anderen deutschen Musikvideos, ja, das waren How It Is, Doggy und andere schwachsinnige Dinge. Und da muss ich sagen, das Tanzverbot dagegen gut abschneidet. So, dann würde ich sagen, es ist ein sehr gutes Video. So, das war's dann auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.